So, Boogie. Boogie, Woogie, Oppi. Das Wissen des alten Volkes liegt hier förmlich in der Luft. Man will mir was sagen. Was nur? Der Planet befindet ist in Gefahr. Feiner Deutsch. Eine Krise, die weder durch die Menschen noch durch die Zeit überwunden werden kann. Es sagt, wenn die Zeit reif ist, müssen wir nach Holy suchen. Holy Shit, oder was? Holy? Holy, der ultimative weise Zauber. Zauber, der es vielleicht mit Meteor aufnehmen kann. Vielleicht unsere letzte Chance, den Planeten vor Meteor zu retten. Vielleicht vor dem Meteor? Na. Wenn eine Seele, die Holy sucht, den Planeten erreicht, wird es erscheinen. Meteor, Weapon, all das wird verschwinden. Vielleicht sogar wir selbst. Wir selbst? Ja, das wird der Planet entscheiden. Was für den Planet gut ist, wird was für den Planet schlecht ist. Alles, was schlecht ist, wird verschwinden. Das ist alles. Ich frage mich, wozu die Menschen gehören. Ja, wahrscheinlich zu den Schlechten, ne? Nach Holy suchen. Wie stellen wir das an? Ja, frag den Planeten. Beschafft die weiße Materie. Damit wird der Planet an die Menschen gebunden. Frag den Planeten. Wenn unser Wunsch den Planeten erreicht, wird die weiße Materie blassgrün leuchten. Was ist das Ende? Eris hat die weiße Materie. Aber als Eris starb, fiel sie vom Altar. Alter. Deshalb ist dies das Ende. Ja. Schau dir das an. Hä? Was? Da steht was geschrieben. Das ist die Schrift des alten Volkes. Kannst du es lesen? Ich kann es aber nicht lesen. Hä? Da hätte man doch antworten können. Nein, ich kann es nicht lesen. Lass die Witze. Ich bin kein Nachfahre des alten Volkes. Ich kann das nicht lesen. Ich mag alt sein, aber meine Augen geben noch was her. Schau, was unter dem Geschriebenen steht. Hä? Was unter dem Geschriebenen steht? Das ist was mit Kreide geschrieben. Schlüssel, Sonnenlicht erreicht nicht. Hä? Ja, vermutlich wurde das von einem Wissenschaftler, der hier war, geschrieben. Er hat wahrscheinlich alle Kraft gebraucht, diese zwei Dinge aufzuschreiben. Schlüssel. Wofür? Ich weiß nicht, aber vermutlich hat es etwas mit unserem Rätsel zu tun. Das Rätsel. Dann muss es etwas mit Eris zu tun haben. Das gibt uns also einen Hinweis darauf, wo der Schlüssel ist? Wahrscheinlich. Nutze die Hinweise und suche nach dem Schlüssel. Ich versuche mehr von dieser Schrift des alten Volkes zu enträtseln. Der Schlüssel befindet sich an einem Ort, den selbst das Sonnenlicht nicht erreicht. Nicht wahr? Wenn du den Schlüssel findest oder wenn du nicht mehr weiterkommst, kannst, komm hierher zurück. Vielleicht kann ich noch mehr von dieser Schrift enträtseln und für dich in Erfahrung bringen. Okay, nein. Ja, vielleicht. Hast du noch was zu sagen? Vergiss nicht, der Schlüssel befindet sich an einem Ort, den selbst das Sonnenlicht nicht erreicht. Ja, am Grund des Bodens, ne? Oder am Grund eines Ozeans. Ja. Und da müssen wir jetzt wieder mit dem Schiffchen hinschipperen. Ja, Mensch, du. Dann brauchen wir den Schlüssel jetzt vom Grund des Bodens. Warum muss er ausgerechnet da unten rumkullern? Also machen wir doch noch ein bisschen Fortschritt heute. Nur ein bisschen. Nicht viel. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Ach, da kommt wieder ein Krampf. Weil alle Kunden Dinge unten rum sind. Was ist mit Brüsten? Frag nur. So. So, das Viech haben wir erledigt. Gehen wir weiter. Oh, so kurz vorm Ausgang.
Stell dich mal auf eine Leiter, dann sind die auch unten rum. Mann, werd mal kreativ. Ich will mich aber nicht auf eine Leiter stellen. Ich habe Höhenangst. Ich mag das nicht. Ich mag Leitern nicht. Das ist mir unangenehm. Klingt doof, ist aber so. Aber ich meine, du hast recht damit, aber... Also, bedingt recht. Du hast bedingt recht. Ah, diese Biesters wieder. Ich muss eigentlich mal heilen, fällt mir gerade auf, ne? Ja, machen wir einfach mal. Komm, einmal heilen. Nachdem ich hier mit Blättern beschmissen werde. Ah. Ja, ich mach's sofort. Ich hab doch eben gerade was getrunken. Der ist so heiß, der Tee. So, Kastanienmann ist Geschichte. Seepferdchen ist Geschichte. Komm tiefer, mach das Rennen. Kein Wasser da, doch schon, aber ich will den Tee gerade trinken. Ja, das ist recht. Oh, jetzt ist das Glas leer. Ja, ich trinke ja schon. Ist ja alles gut. Yes, 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 yes. So, jetzt sind wir wieder bei der Ausgrabungsstätte. Da war ich hier nicht ganz verkehrt gewesen. Wir haben jetzt immerhin die Info bekommen, dass wir da runter müssen. So. Okay. Auf nach... hier unten zum U-Boot. So. Okay, landen. Wie kann ich denn jetzt hier tauchen? Hä? Ah. Ach, guck mal. Wie cool. Blub. Ist das der Reaktor? Nee. Das ist aber langsam. So, wo muss ich jetzt hin? Ich suche einfach mal. Nicht verraten, ich suche mal ein bisschen. Die Musik ist schrecklich. Die Abenteuer der Seaquest. Ja. Da komme ich durch. Soll ich da mal lang? Ich schwurbel mal da lang. Ja, du hattest das oben geschrieben, ich weiß, aber ich hab's schon wieder vergessen. Ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Entschuldigung. Entschuldigung. Mann, ist das Ding langsam. Schnarch. Du hast es nicht geschrieben wegen Norden oder so? Ich weiß es nicht mehr. Höhle Norden. Ja, sag ich ja. Da, guck mal. Das sieht aus wie eine Höhle. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie keine Geduld. Können wir die Kamera umschalten? Nee, ne? Oder irgendwie schneller? Man kann nicht schneller schwurbeln. Okay. Ja, Mensch. Bin in der Höhle. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Ist das richtig? Das kann nicht richtig sein. Ich kann hier nirgendwo an Land gehen, oder? Nein. Aber ich bin in der Höhle. Nein! Och. Ich komme hier aber auch nie raus. Blub. Ich glaube, das war nicht richtig, oder? Kann ich hier irgendwo... Kann ich hier an Land gehen? Ich kann hier nicht. Ich mache hier Löcher in die Wand. Gut, wieder zurück. Super. Tolle Höhle.
Storch. Kann ich irgendwie mal Turbo einlegen? Was gibt's hier noch für Tasten? Das ist Drehen. Aber nur die eine Richtung seltsamerweise. Na gut. Eine Höhle im Norden. Tja. Für die jetzt finden, wird einiges an Zeit vergehen. Stimmt noch interessant für später, ja, möglich. Hier war ich doch jetzt schon. Hier ist auch keine Höhle. Oder? Komm ich hier rum? Ach, guck mal hier. Hier ist noch eine Höhle. Ah, da. Ich habe es gefunden. Wir haben es gefunden. Glaubst du, es ist... Analyse abgeschlossen. Genaues Ursprungsdatum kann nicht ermittelt werden. Geschätztes Alter mehrere tausend Jahre. Der Schlüssel zum alten Volk. Schlüssel zum alten Volk gefunden. Sehr gut. Ja, man geht jetzt einfach davon aus, dass es das ist. So. Einmal auftauchen, bitte. Sagt auftauchen. Hallo? Jetzt. Wo bin ich denn jetzt? Ja, jetzt muss ich wieder zurück an Land. Mal gucken, wo bin ich denn da? Das schnellste U-Boot der Welt. Nun. Da lang. Ist die Kanone weg? Sag mal, die Kanone ist doch weg. Hä? Interessant. Kanone ist weg. So, meine Lieben, jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt muss ich wieder nach da oben. Das war hier, ne? Ne, das war die Grabungsstätte. Ne, das war richtig, oder? Ja, das war richtig. Stimmt, mal ins Wasser gefallen. Möglich. So, einmal nach oben bitte. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nicht mehr gespeichert, fällt mir ein. Kann ich hier speichern? Ja, na gut, kann ich. Hier kann ich auch nicht speichern, ne? Ja. Na egal. Wird schon schief gehen. So, Oppes, wir kommen. Mit einer kleinen Pause dazwischen, aber wir kommen. Langsam aber sicher. Ich finde das immer schlimm, dass die Kamera sich jedes Mal beim Kampf ändert. Also bei jedem Kampf ist sie irgendwie anders. Einerseits schön, aber andererseits auch nervig. Warum ist denn was mit Tifa los? Warum hockt denn die? Irgendwas vom Pelz gekriegt? Ja, super. Hä? War gerade komisch. Na gut. Haben wir eigentlich irgendwelche Statuseffekte? Ich muss gerade mal schauen. Nö, nix. Keine Statuseffekte. So. Jetzt geht's wieder nach da unten. Ah, gleich. Gleich geht's nach da unten. So, diesen Schwurbelmann hier wegkloppen. Bam. So. Der ist Geschichten. Yippie. Gut. Na, geht da runter. Hä? Oh, was war das denn gerade? Ist die Karte geändert? Seltsam. Gut. Ob es wir kommen mit Schlüssel. Ich bringe einen Schlüssel mit. Warte mal, ich kann hier draußen noch speichern. Ist doch die freie Karte. Ich gehe noch mal kurz raus. Wir gehen noch mal ein Sekündchen nach draußen. So, hier können wir speichern. Jo. Machen wir mal fix. Man weiß ja nie. So, Eiszapfenregion.
Wir sind bei 41 Stunden angekommen mittlerweile, Leute. Haben schon ordentlich was geschafft hier. So, einmal nach links bitte. Und dann da lang. Und dann hier lang. Dann geht's jetzt in die Höhle rein und mal gucken, was der Oppe sagt mit dem Schlüssel. So, da ist er. Ja, lass mich vorbei. So. Und einmal da lang. Hallo, Oppi. Oh, da hast du ihn gefunden. Ja. In die Musikbox dort drüben. Lass uns den Schlüssel reinstecken. Ich werde es mit dem Schlüssel versuchen. Ihr wartet hier. Was? Pass genau auf, was passiert. Das ist ein komischer Schlüssel. Okay. Das passt. Was ist denn für eine Musikbox eigentlich? Oh. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Och nö. Ja. Oh, hier kommt Wasser. Hä? Wasser auf die Kuppel in der Mitte? Geh jetzt rein. Ob da Hoffnung drin ist, oder... Das war nur eine Oberfläche, auf die ein Bild projiziert wurde. Schau auf das Bild, das auf das Wasser projiziert wird. Bestimmt mal ins Wasser gefallen. Was? Ach, eine Eris. So. Jetzt schwurbelt sie da unten irgendwo rum. Aber wie kommen wir denn nochmal da runter? Es leuchtet. Nee, es leuchtet. Sie leuchtet. Sie ist blassgrün. Ja. Eris. Eris hat bereits um Holy gebetet. Und ich gab die schwarze Materie Shafirot. Eris sprach im Traum zu mir. Im Traum zu mir. Hier sind gerade zwei Fehler in einem Satz schon. Das ist echt der Hammer. Die Übersetzung ist echt schrecklich. Sie sagte, sie sei die Einzige, die Shafirot aufhalten kann. Zuerst musste sie aber dieses Geheimnis lüften. Das war Holy. Darum hatte sie die weiße Materia. Eris wusste von diesem Ort und was sie zu tun hatte. Eris hat uns Hoffnung gegeben, aber sie musste ihr Leben dafür lassen, ihre Zukunft. Es tut mir leid, Eris. Ich hätte es früher erkennen müssen. Du bist gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Es ging alles so schnell. So konnte ich nicht wissen. Darum hat es so lange gedauert, bis ich herausgefunden habe. Aber, Eris, jetzt verstehe ich. Eris, den Rest erledige ich. Du meinst wir? Was Eris uns hinterlassen hat, das müssen wir bewahren. Danke, Eris. Die Stimme von Eris hat den Planeten bereits erreicht. Seht doch nur das Leuchten der weißen Materie. Und was ist mit Holy? Warum bewegt sich Holy nicht? Warum? Irgendwas ist im Weg. Er ist der Einzige, der das tun könnte. Shafirot, wo bist du? Hallo. Kann ich mit Opa reden? Ich kann nicht mehr mit Oppis reden.